Man muss alle Eier nehmen, weil jedes Ei ist wichtig. Ihr präferiert doch auch nicht euer linkes gegen euer rechtes Ei, oder? Aha. Können wir mal einen anderen Modus spielen? Oh, können wir machen. Können wir machen. Was haben wir denn sonst noch so? Bunte Auswahl. Okay, machen wir mal Sprungbrett, okay? Machen wir mal Sprungbrett. Okay, dann starten wir jetzt. Jetzt muss ich mich aber auch anstrengen, ne? Wenn ich jetzt verliere, gehen sie wieder alle. Ihr dürft auch gerne alle mitspielen, ne? Wenn ihr wollt. Das ist gut, verkürzende Ausbildung. Hatte nach meiner ersten Ausbildung auch die Chance, in die höhere Ausbildung zur Hauswirtschaftslehrerin, Hauswirtschafterin, die Auswahl nur 2 Jahre zu nehmen, habe 3 Jahre genommen. Ja, bei mir war es halt angesetzt auf 3 Jahre und ich konnte halt eben verkürzen auf 2,5, weil die Noten dementsprechend gut waren. Oh, oh, nicht mich festhalten, Leute. Das geht hier nicht. Hier nicht. Oh, Rattenkönig. Oh, mit dir will, oh, doch, ich will dich festhalten, Rattenkönig. Ich will mit dir schmusen. Warum kommt hier Obst? Ey, hör auf jetzt! Alter, hört auf. Friss eine Erdbeere. Halt eine Art Erdbeere fest, Mann. Ist eh bald keine Saison mehr. Halt sie fest, solange sie noch da sind. Oh. Yeah. Überleb. Eben waren es 10 mehr. Echt jetzt? Und dann sind auf einmal 10 wieder gegangen, weil ich so hässlich bin. Ich war auf dem Klo, da kamen 10 Leute dazu. War kein Toffee, war nur Stuhl. Da hat man so einen Überraschungseffekt gehabt. Hä, wer kommt da jetzt? Wer kommt da jetzt? Ist es ein großer Star? Ist es ein lustiger Aussehender? Und dann kam so ein hässlicher. Und dann haben sie gesagt, ach. Jahrestagsparty nächstes Jahr. Können wir mal gucken. Wir können auch gerne alle mal durch. Wir können auch gerne mal alle durchtesten. Können wir auch gerne mal machen. Wenn die Zeit noch bleibt. Also noch haben wir Zeit. Und noch macht Spaß. Solange ich gewinne. Aber eben, ich finde, das ist jetzt, wir sehen ja jetzt gerade quasi das gleiche Spiel nochmal. Das ist jetzt hier halt wieder ein bisschen das Negative an dem Modus. Man hat jetzt hier quasi die gleichen Spiele immer wieder, wenn man Pech hat, ne? Und es ist ja, das ist halt irgendwie so ein bisschen das, was mich so, was halt so ein bisschen langweilig ist, oder? Deswegen finde ich Solo-Mix eigentlich am besten. Da hat man alles drin. Oder es kann halt alles kommen, ne? Ihr wisst, was ich meine. Oh Gott, warte. Nein, nicht mich fest! Hör auf! Oh, ich bin qualifiziert. Hört auf, mich festzuhalten, Leute! Ich weiß, ich bin echt kuschelig und knuddelig, aber hör auf damit! Nein, der Rattenkönig ist weg. Nein! Und Erich ist immer noch drin, oder? Ja, natürlich. Fartigwald ist auch drin, er ist ein Tannenbaum, süß. Ja, eben, das ist Fartigwald, der Tannenbaum-Prinzess. Ich will doch nur kuscheln. Hört auf! Geht mit euren Katzen kuscheln oder sowas. Wir gehen morgen in Urlaub. Kann ich mir so lange spielen? Wo geht's denn hin? Ich war erst im Urlaub. Schon wieder? Okay, jetzt wird's. Also, ich bin jetzt ein bisschen enttäuscht von den anderen Spielmodi, muss ich sagen. Das ist echt immer das gleiche Spiel? Gibt's kein anderes? Okay. Gut, es sind jetzt 3 Dinger, ne? Okay. Halt dich an mir fest. Könnt ihr die andere... Oh Gott, nein, 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 nein! Ich wollte gerade lästern über die andere Pommes. Och nein. Nein. Nach Portugal, auch schön. Nein. Ich fand halt einfach so scheiße, dass wir jetzt das dritte Mal das gleiche Spiel gespielt haben. Deswegen bin ich freiwillig in den Tod gegangen, weil ich fand's zu lame. Nimmt mir das irgendeiner ab? Da war eine olle Frucht zwischengeklemmt. Immer dieses scheiß Obst, ne? Denkt niemand an die Fruktoseintoleranten? Bei Jahrestagsball gibt's die Originalspiele. Okay, dann machen wir das nachher mal. Und da gab es auch einen Modus mit nur 9 Spielen. Das können wir auch mal machen. Letzte Runde. Hä? Ist es wirklich letzte?
Du musst gewinnen. Ich bin doch schon rausgeflogen. Es ist zwar sehr, sehr schön, dass du immer noch Hoffnungen hast, aber ich kann leider nicht von den Toten auferstehen. Ich kann leider nicht mehr gewinnen. So, wem gucken wir denn jetzt mal zu? Farthingball, bist du noch drin? Ja, der Tannenbaum ist drin. Ja, Farthingball. Oh, es ist so süß, Alter, mit dem Schnee oben drauf. Ey, voll putzig. Und der kann doch gar nichts sehen. Also nicht richtig. Ach, wie süß, ey. Oh. Nein, Farthingball. Gib dir Mühe. Ich finde den voll süß. Oh, stimmt, die gehen die Plattform weg. Schön aufpassen, Leute. Ja, gut. Der andere da hinten ist jetzt mega, mega safe hier, ne? Du musst es jetzt nur geschickt anstellen und nicht runterfallen, Ray. Du musst jetzt nur geschickt hüpfen. Du hast keine Konkurrenz mehr zu fürchten. Ich glaube an dich. So, Farthingwald. Unser Tannenbäumchen. Ich muss einfach unseren Tannenbaum mitfiebern. Oh, ist das süß. Nein, Farthingwald, nicht emoten. Lieber konzentrieren. Dann die andere Pommes. So austauschbar bin ich. Hauptsache irgendeine Pommes gewinnt. Oh. RZA ist raus. Die andere Pommes ist raus. Es gewinnt heute kein Fast Food. Ja gut, das kann jetzt noch eine Weile gehen. Oh, oh. So viel zum Thema, es geht noch eine Weile. So, und Erich hat es natürlich wieder geschafft. Es ist doch ekelhaft. So, Rain ist wieder ganz safe da hinten. Und Farid, gut, du musst dich jetzt... Du könntest Erich festhalten. Du könntest es mal probieren. Du könntest Erich festhalten. Vielleicht klappt's ja. Ja, also machst du auf jeden Fall mal einen Daumen hoch. Finde ich sehr, sehr sympathisch. Aber ist halt trotzdem noch die Frage, ob du es gegen... Und Erich ist raus. Farid und Rain. Nein, es ist... Farid hat gewonnen. Oder? Bravo! Sehr, sehr gut. Farid, hast du gut gemacht. Genau, machen wir Jahrestagsparty. Machen wir mal. Ach, da oben. Da oben. Entschuldigung, hab schon überblättert. So, schwindelnde Höhe. Das ist jetzt das Feeling, das ich tatsächlich auch habe von Fall Guys. Das sind nämlich die ersten Runden, die ich damals gespielt habe. Wo ich aber damals auch schon direkt abgekackt habe. Also von dem her ist auch nicht viel besser. So. Yay. Ich bin für Farthingwald. Also falls ich jetzt nicht gewinne, muss Farthingwald gewinnen. Ich will, dass ein Tannenbaum gewinnt. Einfach nur, weil Weihnachten noch nicht ist. Dann finde ich das voll speziell. Vielleicht ist es ja gar kein Tannenbaum. Vielleicht ist es einfach nur ein Baum. Der aussieht wie eine Tanne. Und das ist diskriminierend, wenn man ihn eindeutig mit, also direkt mit einer Tanne vergleicht. Ne? So nach dem Motto, ich möchte mich hervorheben. Wenn du mich als Tanne siehst, dann ist das scheiße. Hui! Was laber ich eigentlich für Müll? Hui! Hier habe ich früher immer vergessen zu springen an der Stelle. Da habe ich vergessen, dass es da einen kleinen Punkt gibt, upsa, wo man gar nicht durchkommt. Also, du kannst nicht einfach nur runterlaufen, du musst tatsächlich ein kleines Hüpferchen machen. Kleines Hüpferchen. Bin gerade erst dazugekommen, dachte schon, meine Nachrichten sind nicht zu lesen. Ja, ich habe dich geblockt, Lauri. Geh weg. Nein, auf gar keinen Fall. Alles gut, ich bin nur manchmal, ne? Und ich muss gleich niesen. Oh. Hui, Entschuldigung. Oh. Farthingwald, hey, in 6 Monaten ist doch wieder Weihnachten, von daher. Ja gut, wenn du es so siehst. So, wo ist Erich? Da ist er, ich sehe ihn. Ich muss eigentlich gar nicht fragen, der ist immer drin. Danke, Leute. Die Gesundheitswünsche. Oh, Eiergerangel, Alter! Wie ich's gehasst habe! Weil das ist ein Teammatch. Und wenn dein Team nicht das macht, was du mal willst, dann kannst du dich so dermaßen drüber aufregen. Mit wem bin ich in einem Team? Oh Gott. Ich bin hoffentlich mit Erich im Team. Erich, sind wir in einem Team? Nee, sind wir nicht. Okay, alles klar.
Ui. So. Erstmal Eier nehmen. Ja, ich weiß, man soll die goldenen nehmen. Ich habe das schon verstanden. Das Problem ist, dass ich, wenn man sich zu sehr auf die goldenen fokussiert, dann kommt man am Ende auch nicht weit. Man muss alle Eier nehmen, weil jedes Ei ist wichtig. Ihr präferiert doch auch nicht euer linkes gegen euer rechtes Ei, oder? Lass mich los! Farthingwald, das warst du. Ich habe das gesehen. Lass mich in Ruhe. Nein, lass mich! Ja! Nein, nein, nein! Nein, Ei! Hört auf, meine Eier zu begrapschen! Okay, ach so, das ist ja richtig. Warte mal. So, jetzt gehe ich mal Eier holen. Ach so, ne, oh, Entschuldigung, ich wollte dich nicht behindern. Ich wollte dich nicht behindern. Oh, ein goldenes liegt da noch. Okay, die blauen haben ihre Verteidigung nicht im Griff. Aber wir ehrlich gesagt auch nicht, wie sie... Ah, nein! Wie es aussieht. Oh Gott, Alter. Hör auf! Erich! Verschwind, Erich! Erich! Erich. Nein, hör auf! Erich! Erich! Der haut ihn nur raus, der Arsch! Erich, verpiss dich! Erich! Ich bin der Einzige, ich bin derjenige, der für die Verteidigung sorgt. Ich muss Erich aufhalten. Nein, nein, nein! Nein, nein! Erich, ihr habt übrigens 0 Punkte, weil du die ganze Zeit in unserem Ding hockst, ne? Findest du das gut? Ihr habt nur 6 Punkte. Ihr verliert gerade, Erich. Oh, nein, ich wollte nicht meinen Kumpel festhalten. Ah, nein. Nein, hört auf. Hört auf. Nein. Nein, 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 nein. Oh, ja, wieder reingebaut. Oh. Oh Gott. Nicht das Drecks geben. Jetzt fand ich's lustig. Erich ist raus! Erich ist raus! Tschüss, Erich! Tschüss! egal, was ich gemacht hätte, wir hätten verloren. Ja, gut. Es ist halt ein Teammatch, ne? Oh Gott. Ich denke, es ist für Erich eine Genugtuung. Einfach nur in meinem Ding rumgammeln und mich fertig machen. Hast du dir den Pass jetzt doch geholt? Nee, den habe ich immer noch nicht. Toffys Pommes sind verdächtig dunkel. Ja, was meinst du, wie lange die schon hier spielen, Alter? Die müssen doch schon vor sie hinschimmeln. Riechen möchte ich an denen nicht und essen schon gar nicht. Geronimo! Oh. Ja, ich wollte mal gucken, was passiert. Ah, hier geht's lang. Noch ist es okay. Noch kann man einfach vorpreschen. Oh, oh. Hilfe! Nein, 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 hört auf, Mann! Ich bin nur eine Pommes. Ja gut, aber ich bin halt auch voll ungesund. Muss man schon da fairerweise... Ah, hör zu! Aua! Ihr Schweine. Ich hoffe, jeder von euch fällt runter. Jeder. Jeder einzelne von euch. Ihr Schweine. Oh, oh. Nein, 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 nein. Oh, ich werde es nicht schaffen. Scheiße! Weil ihr alle aufeinander hockt und mich runterschmeißt. Was ist los mit euch? Geronimo, hi. Verdammt. Scheißshow, da kommt nur das Drecksteam spielen. Oh Gott, aber es sind fast immer die gleichen im Finale, ne? All-Star-Champion, RZA, Farid, Julian. Das sind immer ziemlich ausgeglichen, sage ich schon. Eigentlich immer ziemlich klar, oder? Gut, Erich ist jetzt wegen Teamspiel raus, ne? Ich komme rein, das Erste, was ich höre. Geronimo! Habe ich das so gesagt? Das ist eigentlich ziemlich einfach, finde ich. Solange dich kein Arsch festhält. Aber das finde ich, Spiel finde ich eigentlich ganz cool. Fliegt ihr Schmetterlinge? Rot und Gelb haben zusammengearbeitet. Ich habe mit niemandem zusammengearbeitet. Ich habe nur geguckt, dass ich... Das Pferd. Ich guck mal dem Pferd zu. Julian. Der hat gerade geschnipst. Hey, hör auf zu schnipsen. Lauf! Fury.
Danedo, guten Abend. Kann ich mitspielen? Ja, sehr gerne. Wir spielen gerade individuelle Runden. Das heißt, du kannst danach, nachdem wir jetzt hier die Runde beendet haben und gesehen haben, wer gewinnen wird, nicht Erich, das wissen wir schon mal, kannst du wieder ganz normal nachjoinen. Können wir dann wieder einen anderen Modus testen? Würde alle mal gerne anspielen. Können wir gerne machen. Wir können auch mal den Modus nehmen, der, wo nur neue Games drin vorkommen. Den gibt es tatsächlich auch. Können wir gerne auch mal machen. Das ist jetzt halt Oldschool. Der Oldschool-Mode. So, bis jetzt ist keiner rausgeflogen, glaube ich, oder? Ist einer? Ihr seid alle zu gut. Aber wie gesagt, ich finde, das Game ist jetzt auch nicht wirklich eines der schwierigeren. Solange man einigermaßen den Überblick behält, die kommen ja auch nicht so schnell an, die Sachen. Ich finde, das ist eigentlich ziemlich easy. Da gewinnt ihr wahrscheinlich alle. Gut, sind nochmal 25 Sekunden, ne? Ich hole mir das Game bald auch, dann zocke ich auch endlich mal mit. Du weißt aber schon, Geronimo, dass das Game umsonst ist, ne? Du weißt, dass man da nichts für bezahlen muss. Du kannst es jederzeit runterladen. Komplett kostenlos. Was? Warst du bis jetzt wieder der Streber? Ja, war er. Ich glaube, er hat 4-mal gewonnen. 4-mal. Von 6 oder 7 Runden, die wir gespielt haben. Und sind alle drin. Ich habe doch gesagt, das ist ein einfaches Spiel. Da hätte ich jetzt auch mitgekriegt. Aber mich musste mich ja von... Verdammt. 4-mal, glaube ich, war es, Erich, ne? Dafür kommt jetzt ein Spiel, das keiner kann. Achtung. Oh, die Bergspitze. Okay, da gibt es wenigstens nur einen Sieger. Imagine Streber genannt werden, wenn man gewinnt. Erich, du bist doch ständig am Gewinnen. Egal, welches Spiel wir spielen. Natürlich bist du ein Streber. Wetten, wenn wir uns Splatoon 3 holen. So, direkt, wenn wir uns Splatoon 3 holen, spielst du von Anfang an mit und ziehst wieder alle ab. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Bin mir hundertprozentig sicher. So, Hexe Jessie. Lenny, die habe ich noch nicht zugeguckt, ne? Ich guck mal Lenny zu. Lenny, du schaffst das. Oder wer ist vorne? Ja, es ist ziemlich ausgeglichen bisher. Das Pferd ist vorne. Julian. Das ist aber auch fies, ne? Ist ja auch ein Pferd, ne? Es ist schneller als die. Oh. Und da ist die Pommes in die Führung gegangen. Die Pommes. Es ist Fast Food. Es soll wieder Fast Food sein. Du hast heute schon mal gewonnen. Und es ist tatsächlich so. Wieder gewinnt Fast Food. RZA Maxim hat wieder gewonnen. Der hat auch schon mal heute gewonnen. Und macht uns den Assassin's Creed Move. Und fällt daneben.